Hallöchen, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Woche. Heute ist Dienstag. Oh mein Gott, jemand grillt. Und das mittags? Ich finde es ja immer ein bisschen kriminell, wenn Leute mittags grillen. Ich bin guter Dinge, denn heute ist Mittwoch. Ach du Schande, es ist schon Mittwoch. Und ich hatte gerade einen Termin mit meiner Professorin und es ist mega gut gelaufen. Und sie fand es mega gut und hat jetzt ein paar Änderungen und die muss ich auch noch einarbeiten und es wird auch noch alles dauern. Aber bisher sieht es ganz cool aus und das Heft kommt zusammen und ich freue mich sehr. Und jetzt bin ich um 3 mit einer Freundin zum Eisessen verabredet und snack jetzt aber noch ein Brot, glaube ich. Mache jetzt erstmal kurz Pause. Ich bin gerade aufgestanden und ich habe einfach die letzten 2 Tage überhaupt nicht gefilmt, weil ich hier zu Hause irgendwie immer nicht so das Gefühl habe, dass es was zu sehen gibt, weil ich halt spazieren gehe. Ich saß von morgens bis abends eigentlich am Computer. Gestern habe ich noch einen Livestream gemacht. Ja, aber heute versuche ich es mal. Ich werde jetzt was backen für Ostermorgen und zwar so Hefe-Osterhäschen. Moment, ich zeige sie euch. Diese hier, die waren mal in der Trendradar-Box in der letzten. Und ich muss nur für die vegane Variante 150 ml Hafermilch und 40 Gramm pflanzliches Fett hinzugeben. Seid dabei. Seht ihr, wie lang die sind? Die sind schon lang. Und Mama freut sich schon, dass sie es machen muss. Du kannst ruhig kommen. Ich finde es scheiße. Also ich habe jetzt eine Idee. Was ist denn deine Idee? Was jetzt in ist. Hier wird nämlich nicht mit Schere geschnitten, sondern mit Rasierapparat. Wenn ihr sehen würdet, was Mama für Gesichter macht, die streckt mir dauernd die Zunge raus. Das ist pure Concentration. Ja, hiermit wird geschnitten. Wie viel soll denn ab? Schon ein Stück. Ja, ich sehe ja nichts. Mach besser zu viel als zu wenig. Ist mein Motto. Zu viel? Sieht gut aus. Ja. Ja. Ich sehe fast gar nichts, aber ja. Das ist doch aufregend. Siehst du so aus? Das ist doch bescheuert. Ja. Die sind komplett gleich. Weil du einfach die Queen of Friseure bist. Ich finde, die hat das richtig toll gespielt. Ja, wirklich. Habe ich doch gut ausgesucht. Hast du gut ausgesucht. Aber ich dachte dann auch so, warum tut man sich immer so traurige Sachen an? Ja, weil das Leben ja, weil so stimmt, ja. Kein Ponyhof ist. Ist so. Jetzt so eine Schere. Was denn? Ich heb's auf. Kann man eigentlich so doof sein wie ich? Wenn das jetzt FriseurInnen anschauen. Dann schreien die. Dann sagen die, oh. Wir sind ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Zu unserer Fähigkeit hier. Vor allem ich mach gar nichts.
Die lachen sich tot, weil ich nur zwei Hände habe und ich ständig nicht weiß, wohin damit. Aber es ist wieder eine gute Länge. Ich lieb's einfach. Ich lieb's sehr. Wow, ich liebe auch die Abendsonne. Das ist so the perfect length einfach für mich, finde ich. Es ist Ostersonntag heute. Wir gehen heute zum Mittagessen zu Oma um 12.30 Uhr. Und jetzt ist es 11 Uhr und ich war gerade joggen. Und ich habe einfach gerade so viel Spaß im Joggen. Ich nehme aber jetzt wahrscheinlich Anfang nächster Woche auch ein Video zu meinem Sport auf und zu meinen neuen Sportschuhen und so. Und ich glaube, ich packe euch mal diese ganzen Infos dazu in ein Video, weil immer wieder Leute fragen, was ich mache und warum und wie meine Motivation entsteht. Genau, wenn das Video schon online ist, verlinke ich euch das mal in der Infobox oder jetzt hier in der Infocard. So, Mama und ich sind jetzt auf dem Weg zu Oma, beziehungsweise wollen wir erst essen. Ich bin gar nicht scharf, jetzt. Und schaut mal, wie kurz die Haare sind. Jetzt sieht man es nämlich erstmal richtig. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich komplett übertrieben habe mit meinem Make-up. Ist ein bisschen eskaliert, aber... Ist ja Ostern. Schön. Ein bisschen viel. Nein. Es ist nie zu viel. Es ist nie zu viel. Ich muss sagen, ich hatte eine richtig entspannte Zeit zu Hause, obwohl es viel zu tun gab. Aber irgendwie ist es zu Hause so ein bisschen so, dass man trotzdem einfach durchatmen kann. Ich glaube, weil ich einfach hier viel rausgehen kann. Ich freue mich jetzt auch wieder nach Kassel zu kommen und Alltag und so. Das ist schon auch was Schönes und auch meine Freundinnen wiederzusehen und spazieren zu gehen zusammen. Oh Gott, ich hasse es, wenn Leute einfach da sind, die an mir vorbeigehen. Ciao. Traveling, even if it's just like an hour away. Das sind meine Prinzipien. Würde schon jetzt eigentlich gut passen. Soho! Wie ihr vielleicht seht, bin ich wieder in Kassel, in meinem Zimmer. Und meine Mama hat mich gefahren und ich habe mich voll gefreut. Es war ein richtig, richtig schöner Tag. Also wir hatten ein richtig schönes Osterfest und jetzt habe ich ausgepackt. Vielleicht kennt ihr das auch, aber wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich erstens immer doppelt so viel Gepäck, weil ich auch noch 1000 Sachen aus dem Kühlschrank immer habe. Dann war natürlich jetzt hier auch alles total staubig, dreckig und ich habe jetzt erstmal komplett geputzt. Ich glaube, es hat jetzt fast 2 Stunden gedauert. Jetzt ist auch schon fast 7. Dann fange ich mal an, den Vlog zu schneiden und heute Abend schaue ich einfach noch ein bisschen Tatort, denke ich. Und ich schminke mich jetzt erstmal ab. Wie unangenehm ist dir das? Ich weiß einfach genau, was du tust. Warum zoomt das so langsam? Das ist überhaupt nicht extra. Das verstehe ich auch nicht. Fokussiert extrem schnell. Wenn ich jetzt sage, hier, swatch das, dann ist das so scharf. Wow. Jetzt siehst du, wenn er aufnimmt, wenn das Licht rot ist. Jetzt wird wieder gezoomt. Film mal in den Mund. Mach mal auf. Wollen wir mal in Corona zeigen? Ja. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine ganz normale Linse. Wow, meine Frisur. Stell dir mal vor, die werden immer so. Das ist richtig hinten so wuschelig. Und das finde ich toll. Was ist das da draußen? Die Sonne scheint und es schneit einfach wie Sau. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hallo, ich grüße euch mal aus der Sonne und aus meinem Sportoutfit, denn ich habe gerade Sport gemacht. Ich war ja bei einer Freundin. Wir haben zusammen so ein kleines Osterbrunch gemacht und das war super, super schön. Und dann bin ich aber zurückgekommen und ich war so richtig groggy. Also ich war so richtig irgendwie so runtergezogen und ich glaube, es könnten 3 Gründe sein. Habe ich gerade beim Sport so drüber nachgedacht. Erstens haben wir ein Glas Sekt getrunken zum Frühstück, also zum Brunch, und ich kann einfach mittags, vormittags keinen Alkohol trinken, weil
selbst so ein, also es war wirklich so ein kleines Glas Sekt, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass ich das einfach nicht vertrage, so früh am Morgen. Früh am Morgen, es war 2:30, aber you get what I mean. Dann ist das Wetter weird, also es scheint die Sonne und dann ist auf einmal Hagel und Schneesturm des Todes und es ist die ganze Zeit im Mix, im 5-Minuten-Takt. Ich glaube, das verwirrt mich auch. Und drittens glaube ich, dass ich einfach überhaupt nicht mehr gewohnt bin, so mit Leuten abzuhängen und mich auch mit denen zu unterhalten und so. Und es ist super schön. Ich war super froh, die heute zu sehen und es hat auch super gut getan. Aber es hat mich krass geschlaucht und ich glaube, weil wir uns das jetzt so abtrainiert haben, dass wir uns überhaupt mit Leuten treffen, ich zumindest, fällt mir das unglaublich schwer. Und das ist auf jeden Fall super verrückt, finde ich. Ich werde jetzt in die Dusche springen. Es ist jetzt 6. Wir haben so 2:30 gefrühstückt eigentlich, aber ich habe jetzt echt langsam wieder Hunger. Ich glaube auch, weil ich jetzt einfach Sport gemacht habe und werde mir heute Abend einen Salat machen, ein bisschen Quinoa kochen, das auch morgen dann mitnehmen in die Uni. Ich werde morgen in die Uni fahren, von dort aus arbeiten. Ich habe heute noch am Tierheft gearbeitet und es wird langsam. Das sind alle Updates, die ich geben kann. Das ist es jetzt geworden. Das ist einfach ein Quinoa-Salat und dann hatte ich noch Restsellerie und Möhre da und das habe ich jetzt noch ein bisschen angebraten. Und es ist echt einfach Reste essen, weil ich habe nichts mehr zu Hause und das gibt's jetzt. Guten Morgen, heute ist Dienstag. Es schneit einfach und es liegt Schnee und ich kann es nicht glauben. Ich werde in die Uni und arbeite von da aus heute. Da habe ich Lust drauf und ich glaube, es ist gut, einfach aus dem Haus zu kommen und woanders zu arbeiten. Es ist jetzt 8:30 und 9:00 fange ich an zu arbeiten, deshalb muss ich jetzt gleich loslaufen. Ich glaube, ich laufe auch zur Uni, einfach weil es ein schöner Morgenwalk ist und ich dann jetzt einfach schnell noch meinen Kaffee austrinke und dann loslaufe und einen Podcast höre oder so. Gott. Es ist inzwischen schon 3. Es fühlt sich aber nicht an wie 3, sondern wie 6. Ich bin richtig fertig. Oh, komm ganz gut voran, muss ich sagen. Also, es läuft auf jeden Fall. Ja, was kann ich sagen? Ich sitze am Heft. Ich arbeite munter dran weiter. Es liegt auch noch viel vor mir, wenn ich mir so überlege, was es alles ist. Aber es macht mir einfach Spaß. Aber ich glaube, ich mache heute auch nicht so lang, weil ich bin einfach echt erledigt. Und ich muss heute noch einkaufen, weil ich habe absolut gar nichts mehr zu Hause. Und ich muss noch ein Paket abholen. So, ich bin jetzt vom Einkaufen zurück. Es ist jetzt auch schon 6:15. Das heißt, ich mache jetzt gleich auch Abendessen, weil ich Hunger habe. Ich zeige euch jetzt aber noch, was ich so einkaufe, wenn ich so einen normalen Einkauf mache, so einen normalen Wocheneinkauf. Die Essentials, die ich einfach immer einkaufe. Einmal einen Knollen Sellerie, das ist was anderes, also das kaufe ich nicht immer, aber ab und zu. Daraus mache ich ganz gern Sellerieschnitte, also einfach in Stücke schneiden und dann braten, so geil. Dann einfach meistens irgendeinen Sojajoghurt ohne Zucker, den mag ich sehr, sehr gern. Einmal Rotkohl für auf Salate. Ein Kräutertee, weil mein Kräutertee leer war, der ist mit Zitronengras und Melisse, bin ich gespannt. Einmal P-Burger, die müssen immer mit, wenn ich zu Penny gehe. Ich liebe sie über alles. Bitte, Penny, gib sie niemals raus. Eine Bio-Gurke, ein paar Tomatis, ein paar Gewürzgurken, weil Gewürzgurken Leben sind. Einmal diesen Aufstrich, das ist eigentlich mein Lieblingsaufstrich. Dann habe ich wieder Haselnussmus mitgenommen, weil meins fast leer ist und ich liebe es einfach. Eine Kohlrabi, Trauben, da hatten sie leider jetzt nur noch diese hier. Versucht es zu vermeiden, aber es gab jetzt nur noch die. Und dann habe ich einmal Tempeh mitgenommen. Diesen Curry-Tempeh mag ich am liebsten. Und einmal diesen Basilikum-Tofu von Dents. Zu Abend hatte ich richtig Lust auf so eine asiatische Bowl. Und das ist jetzt einfach unten Salat und Rotkohl. Und dann habe ich so ein paar Edamame-Nudeln gemacht. Und da drauf ein bisschen Erbsen und Brokkoli und Mais angebraten. Und dann oben drauf Tempeh. Und ich freue mich jetzt da drauf. Ich wollte euch noch von 2 Sachen erzählen. Die sind jetzt nicht bezahlt oder so und ich muss die Sachen auch nicht zeigen, aber ich möchte sie euch gern zeigen. Erstmal habe ich ein Label entdeckt, ein kleines Schmucklabel entdeckt auf Instagram. Die junge Frau, die das macht, heißt Selina und sie studiert, ich glaube, an der Weißensee in Berlin und hat eben ein kleines Schmucklabel gegründet. Als ich ihr gefolgt habe, hat sie mir eine Nachricht geschrieben und mich gefragt, ob sie mir was zuschicken darf. Und ich habe mich so gefreut, weil ich auch
Ich glaube, sonst hätte ich sowieso was gekauft bei ihrem Shop. Jetzt hat sie mir zwei Schmuckstücke zugeschickt. Einmal dieses wunderschöne Armband, fliederfarbene Perlen und so drei normale Perlen mit so einem Smiley und die sind alle handgemalt. Und dann diese wunderschöne Kette noch dazu. Die ist mit so rosanen Perlen und auch einem Smiley. Wow, ich finde sie so cool. Also ich werde sie auf jeden Fall eher im Sommer rocken, weil jetzt ist noch so Rollkragenzeit. Aber das ist sie und ich finde sie so cool. Ich verlinke euch ihren Instagram-Account auf jeden Fall mal in der Infobox. Ich finde, es lohnt sich immer, kleine Labels zu unterstützen. Und die Selina ist eine ganz, ganz liebe. Falls du das hier siehst, Küsse an dich und ganz, ganz vielen Dank. Und dann hat mir eine andere liebe Zuschauerin ihre Postkarten zugeschickt. Das ist einmal diese. Diese. Und diese. Von der lieben Vanny. Außerdem hat sie mir drei Sticker zugeschickt. Setze ich euch auch mal in die Infobox, falls ihr da auf der Suche nach individuellen Karten seid. Ich muss auch einfach bald mal anfangen, Karten zu drucken. I know. Genau, und das war erstmal alles, was ich euch zeigen wollte. Ich habe noch eine Bestellung bekommen, aber dazu nächste Woche mehr. Ich durfte wieder mit Organic Basics zusammenarbeiten und es ist einfach a dream come true jedes Mal. Ich hoffe, es geht euch gut. Diese Woche war ja irgendwie nicht so viel zu sehen, aber irgendwie denke ich immer, du hast nichts gefilmt und dann importiere ich die Dateien und denke dann so, wann dachtest du, dass du nichts gefilmt hast? Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr bleibt stark in dieser Zeit. Ich weiß, es ist irgendwie alles anstrengend und nervig und gerade auch mit dem Wetter, finde ich, zieht sich einfach alles so sehr, aber better days are coming. Ich fühle das.